Hallo. Tschüss. Nein, wir sind schon in Ja, der das ist nächsten. noch das Tschüss Wir aus der sind, letzten Folge. ja, wir sind schon in der nächsten Folge jetzt. Ja, das bin ich auch noch schuldig. Tschüss und Ja, hallo. stimmt, das. Ja, hallo. Ja, erstmal was schrapseln jetzt. Erstmal, ne? Zum Ja, Beginn mach ist man mal. ja erstmal hungrig, damit man auch gut gestärkt. Oh, Alter. Was hast du jetzt schon wieder Ja, kaputt dieses gemacht? scheiß Gras manchmal, ey, das sorgt dafür, dass man irgendwelche Sachen da platziert, wo man es nicht will. Ach so, das Gras Das sorgt Gras, dafür, dass man Sachen da ja. platziert, wo man sie nicht will. Nicht das Gras, aber das könnte wahrscheinlich auch sein, ja. Das heißt, du hast erst gekifft und dann gekotzt. Keine Ahnung, ja. Naja, das Gras ist schuld, dass du Sachen da platzierst, wo du sie nicht willst. Das könnte man ja. Sowas mache ich nicht. Na, lassen wir Eins, das. zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Hä? Ja, ich hier abzählen und so. Ach so. Passiere jetzt die Weiche. Oh. Ach, machst du nur 7 Platz? Ich mache 8. Ja, ich mach sieben, damit das für leere Loren auch kommt. Ah, dahin kommst du angeschlüsselt. Das aber bei der zweiten Hälfte des anderen Tunnels schon gesagt. Ach, scheiß auf leere Loren. Ja, stimmt auch wieder. So, dann kann ich die Weiche da hinten ja jetzt rausreißen. Ja, ich komme aber demnächst wieder zurück, ne? Das ist ja egal, dann bist ja eh auf der richtigen Schiene. Vermutlich. So, da, ach, das ist dein Kackturm. Ich glaube, mein Bruder beschwerte sich über den Kackturm. Oh, echt, warum? Weil er auf der Wiese immer Monster jagen geht, wenn er Geld. Also, so dicht dran soll die an den Hügeln? Oh, okay. Oh. So, wie gesagt, soll jetzt auch kein Monster-Ding werden, so tausende Blocks groß Ja. Ja, mal gucken, wie das mit der Straße passt da, ne? oder Soll sonst erstmal den Berg runterlegen, die Straße, und dann gucken. Also, wenn man dran vorbeifährt, sieht es verdammt dicht dran aus. Ich war so. aber auch Ja. da oben lange, Aber ich lange nicht habe mehr. Ich da bin hier nicht, mir der Landschaft nicht so gewahr. deshalb ist die Wiese ja eine Wiese, weil ich die vor ewigen Monaten ja schon mal eingeebnet habe. Ja. Ja, direkt nachdem wir da den Berg richtig gerade krumm gemacht haben. Gerade krumm gemacht. Ja, von Hand krumm gemacht, damit Naja. aussieht wie ein Berg. Also hast du jetzt den Schneeball im Berg rausgelassen? Hab ich doch gesagt? Ja. Na komm, hier mache ich das parallel. Naja, dann ist Ja. jetzt halt hier Winter im Dorf. Ach. Schwätz mich nicht so an, Schneegolem. Hat er schon seine Runden gedreht, ja? Ja, scheint er die meiste Zeit auf deiner Hecke rumgelatscht zu sein. Da liegt nämlich Schnee obendrauf. Ja, und von da habe ich ihn vorhin auch runtergeschubst. Lief erst bei mir im Vorgarten rum und dann habe ich ihn da die Chance ergriffen, als er gerade auf der Hecke zugange war und habe ihn da dann runtergeschubst. Hast du mir das nicht geglaubt, dass ich den da jetzt rausgelassen habe? Hey. Ihr habt das doch erzählt. Muss ja alles wieder wegschieben, den Schnee hier. Aber auch schon mal Schneeschieber. Whole new world. Nee. Wollen wir nicht, ne? Nee, Ne, heute nicht. komplett neu. Aber ich habe da einen Ohrwurm gerade von. Weißt du auch Voll warum? ein Arschloch-Schneemann, ey. Gerade akribisch versucht, den wieder bei dir ins Haus reinzuschieben und dann springt er einfach über die Hecke und läuft weg. Ja. Der weiß auch warum. Der will meine Stinkebutze nicht mehr rein. Blöd Arsch, ey. Er sagte mir, ah, gut, dass du mich rausgelassen hast, das ist mir eh zu klein hier in dieser Butze. Und Nö. hier schmilzt auch ständig der Schnee, weil der Hightower immer die Heizung so doll andreht. Hä? Ja, jetzt rennt er Ah. in deinem Garten rum, das ist ja auch okay. Vergessen, Redstone-Fackel zu platzieren hier. Nein, der soll nicht in meinem Garten rumrennen. So, das ist jetzt deiner. Ich habe ihn jetzt bei dir im Garten angeleint. Alter, man kann die Dinger anleihen. Ja. Das ist jetzt dein Hausschneemann hier. Aber den Schnee von der Straße schaffelst du. Habe ich den erschaffen oder du? Ja, du hast ihn rausgelassen. Uff, ich will keinen Schneemann in meiner Wohnung.
Wer das verpasst hat, sieht's in der letzten Folge. Ein Herz für nee, Schnee, in der vorletzten Folge sogar schon. Ist ja schon die dritte. Aber vielleicht hast du denn nicht dauernd einen Creeper auf dem Hinterhof, weil der nämlich da hingeht und dem auf die Schnauze haut. Ja, aber was soll ich mit Schneegolem? Ja, der haut dem Creeper auf die Schnauze. Ja, aber ich meine, aber was soll ich mit Schnee, meine ich, im Vorgarten? Ja, was, besser als Schnee im Haus, oder? Das ist richtig, ja. Ja, siehst du. Aber besser, wenn man draußen den Rasen mäht. Ja. Weil dann wächst das Gras drin viel höher. Ah. Ich glaube, unser Eisen ist langsam wieder knapp. Ja? Ja. Naja, ich habe ja auch schon wieder 2 Stacks verbraten für Schienen, ne? Ja. Ich habe jetzt bis auf 4 Barren alles verbraten, was wir noch haben, und ich habe nur 35 Hopper. Das ist irgendwie schlecht. Naja, ich guck mal, wie viel ich damit zusammen verbinden kann. Nicht allzu viel wahrscheinlich. Ja. Die ganze Strecke gefahren nur für das bisschen Eisen und Kack. Und Smaragde habe ich auch keine mehr. Oh, ich Idiot. Ja. Also, falls du jetzt losfahren solltest, könnte es sein, dass du dann den Rest bis zum Umsteigebahnhof auf dem Gegengleis fährst, aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. Nö. Alter, ich spreche schon so wie in der echten Eisenbahnsprache hier, ne, auf dem Gegengleis. So, ist cool, ich verstehe dich doch. Jetzt fährst du wieder auf dem richtigen Gleis. Ist cool. Was ist das eigentlich gerade so still? Weiß ich nicht. Du sagst nichts. Ja, du aber auch nicht. Ah, misplaced block. Again. Das hast du sehr oft. Ja. Also, du hast es sehr oft, dass du es auch erwähnst, meine ich. Ja.
Meine Spielsounds sind noch so leise, weil ich ja immer der Lore gefahren bin. Ja. War gerade ein bisschen verwirrt. Mist. Hast du einen Unsichtbarkeitstrank genommen? Ja. Und du hast die Lore verpasst! Ich sehe gerade, ja. Hab gerade deine Fußspuren gesehen. Folgende Geschichte, ich war verwirrt. Als ich auf den Bahnhof zugefahren bin, habe ich gesehen, dass du da oben rumläufst. Dann habe ich dich nicht mehr gesehen, hab so gedacht, nein, dann habe ich mich wohl verguckt oder erst schon wieder, ist noch mal wieder zurückgelaufen. Wie du die Lore in der Hand hast. Ich wollte eigentlich mit der Lore an dir vorbeifahren, damit du dich wunderst, warum deine leere Lore langfährt. Und da kamst du mir gerade entgegen. Ja, so. Dann wusste ich nicht, was ich tun soll. Ja. Schade, das wäre bestimmt auch lustig gewesen, ey. Aua. Nee, ich hab dich, wie gesagt, ich bin drauf zugefahren gekommen und dann habe ich dich hier oben gerade noch langlaufen sehen. Und dann bin ich hier angekommen und denke, naja, ist auch wieder weg. Da kommt die Lore zurück. Was? Da kommt die Lore zurück. Oh. Was? Oh, dann hat sie wohl den einen Berg nicht geschafft. Ich dachte, du hättest sie wieder eingesammelt, weil du auf einmal eine in der Hand hattest. Nee, ich hab noch zwei in der Tasche. Ich dachte, ich rufe mir trotzdem eine neue, weil dann kann ich da den Kram mal auffüllen. Ah. Man sieht halt auch nur... ja, okay, die Waffe sieht man jetzt. Oh Gott, nicht schlagen bitte. Ich sterbe. Oh. Ich bin noch nackt. Oh, ich muss auch was essen. Ach ja, stimmt, Rüstung wird man ja sehen, ne? Oh, ich muss mir wieder was zu essen einstecken hier. Mal wieder in die Hähnchenbraterei. Ich hab mir neulich so überlegt. Oh ja, dann komm mal mit nach unten, dann folge mir mal. Oh, noch mit reingesprungen. Ich habe mir so überlegt, wenn man... Oh, hier ist ein Huhn drin. Ich mache mal eben die Spülung an hier. Wenn man... Ja. Hier hinten, wenn die da nach hinten... Ach so, ach, da sterben die ja schon. Scheiße. Nee, dann kommt das nicht hin. Ach so, weil sie direkt braten, oder was? Ja. Ach, dann muss er nicht. Aber wenigstens die Wahl. Ja. Na gut. Übrigens bemerkt, dass hier oben scheint auch eine Redstone-Truhe zu sein, die du hier stehen hast, ne? Welche? Die zwischen Trichter und Spender. Ach so, kann sein. Ja, wenn ich reinguck, wie viele Eier drin sind, dann feuert das Ding immer einmal. Ach so, ah. Ja. Ach so. Ja, das kann sein. Menno. Mir so viel Mühe gegeben, den Unsichtbarkeitstrank zu brauen. Ich stand noch auf der scheiß Platte. Ja, dein Gesicht da weg, ich kann nicht auf den Knopf drücken. Und drück halt. Soll ich mal ein paar Hähnchenschnitzel holen hier und dann... Ich bin immer noch unsichtbar. Hä? Nee. Achso, doch. Ja, ich sehe nur deine Rüstung da rum. Wie bescheuert. Deine Rüstung mit Brot. Ja. Haben wir noch Bier? Achso, unten. Ja, unten in der Mine. Ach, in der Mine. Stimmt, da fehlt ja noch ein NPC, den ich euch in der vorletzten Folge noch gar nicht gezeigt habe. Lalala.
laufe ich da mal eben hin. Uhr 6 schon. Ist ja eigentlich gar nicht so meine Aufnahmezeit so. Aber heute wollte ich das ja so. Obwohl Minecraft haben wir, glaube ich, schon öfter jetzt um die Zeit aufgenommen. Naja, auf jeden Fall öfter bis um die Zeit. Ja. Ist hier eigentlich noch was in den Kisten? Oh ja. Oh, sogar eine Enderperle. So, hier steht nämlich Minen-Manfred. Aber Minen-Manfred muss irgendwann leider einen grausamen Tod sterben, weil das, was er verkauft, wird demnächst beim Schmied verkauft. Er verkauft im Moment eigentlich nur, oh, ich sehe gerade, die Batterien von meiner Maus sind bald leer. Für 50 Öre hier verkauft er, also für 50 Mark, verkauft er den 0815 Kratermacher. Den kann ich euch gleich nochmal zeigen, den habe ich auch im Inventar schon. Aber wie gesagt, das wird demnächst beim Schmied verkauft, unter anderem auch irgendwie, soll er dann irgendwie noch Rüstung oder so verkaufen. Ja, hier haben wir ein bisschen mit Verzauberung rumprobiert. Ein Bier, aber es hat alles nicht so die entsprechende Farbe. Aber ich zeige euch erstmal die Hacke, bevor ich euch das Bier zeige. Hättest du ja einmal Milch mitnehmen können zum Bier wegmachen. Oder nimmst du das Bier mit nach oben und holst dir erst noch einen Eimer Milch beim Bäcker aus der Kiste. Hier ist eine Hexe. Die Sau. Hier ist eine Hexe. Aber das ist nicht die Blumentrolle, oder? Oh, warte. Das wär natürlich lustig. Nee, die wird aus einem der Minenschächte gekommen sein. Oh ja, nee, sie bewirft mich. Mit lustigen Sachen. Jetzt stirb halt. Was habe ich denn jetzt? Vergiftung. Kann ich nein, sagen? Nein, 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 nein. Was ist passiert? Nein. Was ist? Warum? Was ist? Warum denn? Nur für den Kick, für den Augenblick? Was denn? Ich kam hier beim Umsteigebahnhof an, ne? Und da immer wieder die Lampen ausgeglitscht sind und nicht geleuchtet haben, stand da ein Zombie auf den Bahngleisen. Ja. Und dann dachte ich, ja gut, dann haust du dem halt einen auf die Schnauze. Ja. Und dann wurde ich von der Activator Ray aus meiner Lore gekickt, hab dem Zombie eine geboxt. Und die Lore hat ihn mitgenommen und jetzt sitzt er da unten in dem Loch. Nein! Wirklich? Du siehst, wie der Zombie mit der Lore erstmal die Biege durch die Wand in das Loch macht. Dann Scheiße. Scheiße, scheiße. Ja, nachts Zugfahren ist halt auch so gefährlich. Weil wir hier sowieso schon so viele Viecher auf der Strecke haben. Ja, ja, ja. Oh. Was? Ja, genau das meine ich. Ich fahre wieder los vom Bahnhof, fahre den Berg hoch, steht ein Creeper. Ah ja. Genau auf dem Gleis. Denk dann, die haben jetzt mehr Power. Also, nee, mehr Power weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall. Auf jeden Fall mehr Power gegen Spieler, ja. Mehr Life auf jeden Fall auch, glaube ich. Ja. Natürlich wieder mitten auf den Gleisen geparkt war, das Arschloch. Und ich erschieße die ja gerne so beim Don vorbeifahren, aber die halt mitten auf dem Gleis stehen, ist immer doof. Ja. Mein Spawn tun sie da ja nicht, aber die scheinen da sehr oft hinzulatschen. Oh ja. Gott, die Hupe. Die Hupe. Oha.
Oh, oh, oh Gott. Hast du das? Nein, ich war das wirklich nicht. Ich war nur gerade mit der Kamera tatsächlich über dir. Deshalb alles schön in der Aufnahme. Geiler Scheiß, Mann. Fuck. Ich hätte mich zu dir hingepottet, als du sagtest, ah, der Zombie ist da unten in der Dings. Und dann habe ich dich mit der Kamera ein bisschen verfolgt jetzt. So zum Abschluss der Folge. Warte mal, ich mach mal hier. Und dann dachte ich, auch wenn ich hier bin, kann ich den auch hier noch die. Die Hacke zeigen. Nee, nicht alles kaputt machen. Ja, nicht. Ja, irgendwo. Hier hinten. Das hier ist alles kaputt. Ja. Das ist unsere tolle Hacke. Da waren aber auch irgendwie 3-4 Creeper auf dem Mal, ne? Ja. Ja, hast du noch zufällig Gleise dabei? Du warst doch die ganze Zeit am Bauen. Drei habe ich. Drei normale Gleise und eine Sensor. Die kann man ja zur Not auch einfach noch zwischenpflanzen, falls genau eine fehlt. Aber nein, es fehlt. Hier fehlt eine Power Drill. Ja. Nee, ja, fehlen tatsächlich ein paar mehr. Nee, habe ich nicht. Das sah aber echt gut aus, ey. Nein. Doch, von oben sah das gut aus. Doch. Ich habe gedacht, als ich hier hochfuhr, also, ne? So war ich der Meinung, die Strecke geht ungefähr hier lang. Und ich kann hier in Ruhe die Creeper abschießen. Ja. Ja. Wenn ich dran gedacht hätte, dass ich eine Kurve genau auf die zudrehe, dann wäre ich ja raufgehopst. Oh, eine Scheiße. Aber ich war das wirklich nicht. So, ich zeige jetzt noch schnell das Bier. Ja, läuft. Da wird einem echt schlimmer als in WoW, ey, wenn du da besoffen bist. Aber obwohl, das ist ja schon kein Bier mehr, wir wollten es ja dann irgendwie, wenn wir es so weit entwickelt haben, irgendwie Whisky oder so nennen. Man ist tatsächlich, oder schlimmer. Also es ist ja nicht nur so, dass man hier halt alles so schleierhaft sieht, sondern man ist auch tatsächlich langsamer und, warte, was war es noch? Abbaulähmung, ja, beim Abbauen ist man auch langsamer. Jetzt habe ich natürlich keinen Eimer Milch dabei, ne? Das ist die Strafe fürs Auslachen. Ja. So, ich fahre gleich. Während ich nicht aufnehme, fahre ich gleich zurück. Hol noch ein paar Gleise und wenn ich wieder hier bin, dann fängt die nächste Folge an, weil die Zugfahrten erspare ich euch mal. Ja. Bis dann, ich sag tschüss, winke, winke, bye, bye. Tschüss. Habe ich jetzt noch eine Lore auf Tasche? Nee, muss ich bis zum Bahnhof jetzt laufen. Laufen vor allem, bei dem Oh Gott. Kannst du uns auch hier runterkommen und dir eine wegholen? Ich habe noch hier in der Tasche, die ich vergessen habe, in den Bahnhof zu tun. Inzwischen ist es, glaube ich, kürzer zum Bahnhof hier. Mhm.